Ganz herzlich willkommen zu Transfermarkt TV am Dienstag. Heute sprechen wir wieder über viele spannende Gerüchte. Der FC Bayern soll zum Beispiel über Christopher Nkunku nachdenken und auch über dessen französischen Landsmann Kylian Mbappé. Gibt es ein kleines Update? Der FC Barcelona soll angeblich doch noch im Rennen um eine Verpflichtung mit dabei sein. Dazu später mehr. Wir kommen jetzt erst einmal zu den fixen Spielertransfers. Da gibt es ja immer so eine Handvoll am Tag derzeit, auch außerhalb des Transferfensters. Und da wollen wir direkt mal reinstarten. Ein weiterer ablösefreier Transfer für die SGE. Eintracht Frankfurt schon mit dem vierten Neuzugang zum Nulltarif im Sommer. Jérôme Onguene, 24 Jahre jung, Innenverteidiger, kommt von RB Salzburg. Der Verteidiger hat bis 2027 unterschrieben. Damit war zu rechnen. Schalke 04 macht den Kauf von Rodrigo Salazar offiziell. Das heißt, Eintracht Frankfurt bekommt wohl um die 2 Millionen Euro Ablösesumme und der Mittelfeldspieler aus Uruguay unterschreibt bis 2026 bei den Königsblauen. Das Ende einer kleinen Ära bei der TSG Hoffenheim im Sommer. Da verlässt Harvard Nordweit nach 5 Jahren TSG den Verein. Der 31-jährige Innenverteidiger hatte das auch schon länger überlegt. Er möchte zurück nach Norwegen, um wieder näher bei der Familie zu sein. Sandy Lovric wechselt den Verein und damit auch ins dritte Land seiner Karriere. Vom FC Lugano, also aus der Schweiz, geht es nach Italien zu Udinese Calcio. Ablösefrei wird der Wechsel im Sommer über die Bühne gehen mit einem Vertrag bis 2027. Zuvor spielte Lovric ja auch in Österreich, zum Beispiel für Sturm Graz. Und Robin Bormuth verlässt den Karlsruher SC im Sommer. Der Vertrag läuft aus und es gibt auch schon ein Gerücht, wo es hingehen könnte. Und zwar alles deutet auf einen ablösefreien Transfer zu Paderborn hin. Unsere Gerüchteküche machen wir heute mit einem ganzen Block, einer ganzen Liste auf. Und zwar geht es um Borussia Mönchengladbach. Dort scheint man aus der schwachen Saison ein paar Lehren zu ziehen und möchte in Zukunft die Transferstrategie ein wenig umändern. Viel zu tun also für Roland Wirkus, den neuen Sportdirektor, den Nachfolger von Max Eberl. Und wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der eine, wie gesagt, ganze Liste erstellt, wie man denn in Zukunft den Kader gestalten könnte. Diese 8 Spieler sollen auf der Liste stehen. Sie haben vieles gemeinsam, sie sind eher günstig und haben die nicht so wahnsinnig längste Vertragslaufzeit, zum Beispiel Lindenmeiner oder auch der Spieler Eddie Nketia sind im Sommer ablösefrei. Tja, und das heißt, da fällt Patrick Wimmer so ein bisschen aus der Reihe, der erste Spieler hier dieser Liste. Von dem sollen die Verantwortlichen der Borussia große Fans sein. Sein Vertrag läuft aber noch bis 2025 und Arminia Bielefeld soll wohl sich Ablösesummen im Bereich knapp unter 10 Millionen Euro vorstellen können. Heißt, dass Wimmer vielleicht eher nach Wolfsburg geht, scheint wahrscheinlicher. Interessant auch Lindenmeiner. Da gibt es schon länger Interesse aus der Bundesliga, zum Beispiel zuletzt von Hertha oder RB Leipzig. Der Vertrag läuft aus. Er wird Hannover im Sommer verlassen. Vielleicht geht es ja nach Gladbach. Ritsu Doan, den kennen wir ja auch aus der Bundesliga, war ja bei Arminia Bielefeld per Leihbasis. Dann zurück bei der PSV Eindhoven. Auch er soll von Interesse sein. Und Daniel Kofi Tchéré vom FC St. Pauli. Er ist der älteste Spieler dieser Liste mit 26 Jahren. Sein Marktwert ist auf 3 Millionen Euro gestiegen, dank 22 Scorerpunkten in der zweiten Liga. Also er auch Teil der Gladbacher Liste, die so etwas wie einen Umschwung einläutet in der Transferstrategie der Fohlen. Und dass die ab dem Sommer auf Matthias Ginter verzichten können, das wissen wir bereits seit dem Januar. Da fiel die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern. Und nun mehrten sich die Gerüchte, es würde zum FC Bayern gehen. Und das sei auch schon so gut wie fix.
Alles Quatsch, sagt Ginter jetzt selber, der die jüngsten Spekulationen rund um den Wechsel zum Rekordmeister dementierte. Und zwar in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da sagte Ginter, ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen. Also offenbar die Zukunft noch offen. Bei Timo Werner und dem FC Chelsea, da stehen die Zeichen auf Abschied. Klar, er spielt zu wenig und das in einem WM-Jahr. Da gab es ja auch eine vielsagende Aussage von Hansi Flick, der so ein bisschen dazu geraten hat, vielleicht einen neuen Impuls zu suchen mit Blick auf das Turnier in Katar. Sport 1 berichtet nun, dass Werner gemeinsam mit seinem Berater Volker Struth an einem Transfer im Sommer arbeitet. Und man sieht auch, warum die Scorer und die Spielminuten vor allem lassen zu wünschen übrig. Hier sehen wir 1493 Einsatzminuten insgesamt, aber auch nur 736 davon in der Premier League. 2 Torbeteiligungen in 14 Ligapartien. Das ist zu wenig. Und Sport 1 bringt nun erneut einen Interessenten aus der Bundesliga ins Spiel. Zu den Bewerbern soll nämlich wie in der Vergangenheit Borussia Dortmund zählen, aber man sei einerseits nicht vollends von Werner überzeugt bei Schwarz-Gelb und das andere große Problem, das ist das aktuelle Gehalt des Stürmers. Das könnte Dortmund wohl nicht stemmen. Hier müssen wir also wahrscheinlich ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, aber es scheint Fakt, dass Werner einen Transfer im Sommer anstrebt. Laut Sky steigt der FC Augsburg in den Transferpoker um Stefan Ortega ein. Es wird wohl eine neue Nummer 1 über kurz oder lang gesucht. Aktuell ja Rafael Gikiewicz noch mit einem Jahr Vertrag plus einem Jahr Option beim FCA zwischen den Pfosten. Kleines Problem, Augsburg ist ja noch akut abstiegsgefährdet und Stefan Ortega würde wohl nicht in Liga 2 wechseln, hat ja auch durchaus andere Möglichkeiten. In Bielefeld bleiben wäre die eine oder aber als Nummer 2 zum FC Bayern gehen. Also da wird wohl noch ein bisschen gepokert werden um den im Sommer ablösefreien Keeper. Ja, und ein interessantes Gerücht kommt von Sport 1. Da geht es um Christopher Nkunku, den mit Sicherheit wichtigsten, besten Spieler der Saison von RB Leipzig. Und der wird nun von Sport 1 ausgerechnet mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Da läuten bei den Leipziger Fans sicherlich einige Alarmglocken. Im vergangenen Sommer ja mit Trainer Nagelsmann, mit Upamecano und Sabitzer gleich 3 Spieler, die Münchner loseisten. Ja, dass sich der FC Bayern mit einem Spieler dieser Kategorie beschäftigt, das ist natürlich in irgendeiner Form klar. Es soll sich dabei dann auch um einen möglichen Ersatz für Serge Gnabry handeln, falls man sich mit dem und dem Beraterteam nicht auf einen neuen Vertrag einigen kann. Nkunku ja wirklich explodiert in dieser Saison, aber wir glauben tatsächlich eher nicht dran, denn es gibt zu viel internationale Konkurrenz. Nkunku hoch im Kurs, sowohl in seiner französischen Heimat als auch in der Premier League und bei eigentlich jedem Top-Club. Wie gesagt, dass die Bayern in der Liga nach den Top-Spielern schauen, irgendwie logisch. Trotzdem geht der Daumen eher nach unten, auch weil Nkunku bis zu 70 Millionen Euro Ablösesumme kosten könnte. Zlatko Junuzovic bricht seine Zelte ab in Österreich, in Salzburg, nach 4 Jahren, das ist klar. Damals kam der heute 34-Jährige ja von Werder Bremen und in einem Interview hatte er selbst die Tür für eine Rückkehr zu Werder offen gelassen. Ja, die wurde aber direkt wieder zugeschlagen von seinem früheren Mitspieler Clemens Fritz, der jetzt das Sagen an der Weser hat, der sagte, ja, ist ein guter Spieler, wir haben ihm viel zu verdanken. Nur das Problem ist, bei seiner zuletzt gezeigten Verletzungsanfälligkeit, da können wir uns bei dem Tempo der Bundesliga nicht sicher sein. Also, das Ding scheint wohl erstmal vom Tisch. L'Equipe aus Frankreich berichtet, dass der FC Barcelona doch noch einen Vorstoß bei Kylian Mbappé im Sommer wagt. Wir erinnern uns dran, Mbappé ist ablösefrei, da sein Vertrag bei PSG ausläuft. Aber, und dieses Aber ist fett und doppelt unterstrichen, Mbappé
müsste wohl ein großes Handgeld bekommen plus ein astronomisches Gehalt. Und beim FC Barcelona, da sieht es wirtschaftlich eher schlecht aus. L'Equipe schreibt, dass die neuen Sponsorendeals, wie zum Beispiel mit Spotify, es vielleicht doch wieder etwas realistischer machen. Trotzdem sagen wir, der Daumen geht ganz klar nach unten. Die Schulden sollen enorm sein. 1,35 Milliarden Euro. Und der Präsident Laporta, der hatte einem solchen Deal, sprich Mbappé oder Haaland, den Riegel vorgeschoben. Ja, und wenn wir uns diese Fotomontage einmal anschauen, das wäre dann natürlich auch ein Prestigeduell zwischen Real und Barca, den Erzrivalen. Wer bekommt Mbappé? Unserer Meinung nach zeigt da der Ausschlag ganz klar auf die linke Seite. Real Madrid ist wohl nach wie vor in der absoluten Pole Position um eine Verpflichtung. Etwas optimistischer können die Fans der Katalanen hingegen sein, was eine mögliche Verpflichtung von Rafinha von Leeds United angeht. Mit dem soll man sich einig sein. Es gibt auch schon relativ detaillierte Angaben über einen 5-Jahres-Vertrag. Der Spieler hat wohl auch andere gute Angebote, möchte aber unbedingt zu Barcelona, weil der Weg, der mit Trainer Xavi gegangen wird, so gut scheint. Einzige Problematik: Es gibt wohl noch lange keine Einigung zwischen Leeds United und Barca. Ein erstes Angebot, da ist so von 35 Millionen Euro die Rede, soll man abgelehnt haben. Das heißt, da könnte es noch lange, lange Verhandlungen zwischen beiden Vereinen und der Spielerseite geben. Und an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Heute Abend, da ist es wieder soweit, auf unserem YouTube-Channel gibt es ein Marktwert-Update. Und zwar diesmal aus der wertvollsten Liga der Welt, zumindest was die Gesamtsumme der Spieler angeht. Die Premier League ist dran. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es schon mal zwei kleine Tipps von uns. Phil Foden wird aufgewertet, Jadon Sancho, der muss ein Marktwert-Minus hinnehmen. Das sind zwei von wirklich diversen Superstars, die wir neu bewertet haben. Und ihr könnt ja gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was euer Tipp ist für die neuen Marktwerte von Foden und Sancho. Und heute Abend, wie gesagt, gibt's dann das Video-Special. Vorhin haben wir in unserer Gerüchteküche über Stefan Ortega gesprochen von Arminia Bielefeld. Ein Keeper mit auslaufendem Vertrag und wie wir gesehen haben, immer wieder neue Gerüchte und neue Interessenten. Deswegen haben wir uns in der Statistik des Tages heute mal die wertvollsten Keeper vorgenommen, die im Sommer ohne Ablöse zu verpflichten sind, deren Verträge also auslaufen. Und da schauen wir in die Top 5. Auf dem 5. Platz von Villarreal, Sergio Asenjo. Da gibt es derzeit aber überhaupt gar keine Gerüchte. Bei Stefan Ortega sind es gleich 4 an der Zahl. Gute Leistung in den vergangenen Jahren in der Bundesliga. Sein Marktwert bei 6 Millionen Euro. Eomas Strakosha von Lazio Rom, 7 Millionen Euro der Marktwert. Auch sein Arbeitspapier läuft aus. Auf der 2 Sam Johnstone von West Bromwich Albion, 8 Millionen Euro Marktwert. Und ganz oben einsam seine Kreise zieht André Onana von Ajax, bei dem ja so ein bisschen die Problematik herrschte, dass er eine Dopingsperre absitzen musste. Das heißt, seine Karriere hat einen ordentlichen Knick hingenommen und wie es dann im Sommer ausgeht, weiterhin offen. Hier nochmal die wertvollsten Torhüter mit einem auslaufenden Vertrag in der Übersicht. Und zum Schluss haben wir noch ein paar wichtige Meldungen aus der Welt des Fußballs für euch. Die aktuelle Länderspielpause, die ist nicht ohne Folgen geblieben für Österreich und Franco Foda. Unser Nachbarland hat ja die WM verpasst durch die Niederlage gegen Wales und für den Nationaltrainer Foda hat das auch zur Folge, dass es nicht mehr weitergeht. Nach 4 Jahren und der jetzt verpassten WM-Quali hat der Coach seinen Rücktritt angekündigt. Wie es für ihn und auch für den ÖFB weitergeht, ist noch offen. Marc Haider hat es erneut getan und beim VfL Osnabrück verlängert. Der heute 35-Jährige hat für 2 weitere Jahre unterschrieben. Heißt, bei Vertragsende ist er 37. Das riecht danach, als ob der Mittelstürmer sein Karriereende bei seinem Jugendclub anstrebt.
Die schlechten Nachrichten für Bayer Leverkusen reißen einfach nicht ab. Schon wieder eine Verletzung. Diesmal hat es Amin Adli getroffen bei der U21 Frankreichs. Auch der 21-Jährige fehlt Leverkusen bis Saisonende, wie ja unter anderem schon Florian Wirtz. Bei Adli lautet die Diagnose Sehnenriss im rechten Oberschenkel. Laurent Koscielny, früher ja bei Arsenal und auch in der französischen Nationalmannschaft durchaus für Aufsehen gesorgt, beendet seine Karriere. Und dieses Karriereende, das hat einen nicht so schönen Beigeschmack. Im Januar, da ist er ja bei Girondins Bordeaux aus dem Kader geflogen. Es gab auch Rassismusvorwürfe, die Koscielny selber bestreitet. So oder so kein schöner Schlussstrich hinter einer langen Karriere des 36-Jährigen. Und das war's für heute von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt natürlich gerne noch eure Meinung und Fragen in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Dann gibt es heute Abend auf dem YouTube-Channel das Premier League Marktwert Update. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und bis es soweit ist, könnt ihr zum Beispiel hier nochmal unsere Live-Diskussion von gestern anschauen oder unten einfach unser aktuellstes Video anklicken. Und in dem Sinne sage ich danke für euer Interesse. Macht's gut und bis bald.